Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hyrule Warriors Guide von Ecclesion. Heute spielen wir die Schlacht Die Zauberin des Tals und hier wollen wir mit Sheik ein Herzteil holen. Das finden wir in der Ruinenspitze Festung, die wir natürlich erobern müssen. Diese befindet sich auch ganz im Norden auf der Karte. Also einfach dorthin laufen, alle Gegner besiegen oder besser gesagt zu viele Gegner besiegen, bis der Festungskommandant auftaucht. Und dann diesen umhauen und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt, wie hier zu sehen, eine Truhe. Und in dieser Truhe solltet ihr dann ein Herzteil finden, wenn ihr mit Sheik spielt. Ich hoffe, dieser Guide war hilfreich. Falls ihr Fragen habt, schreibt das in den Kommentaren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, was glaubst du, wieso sie so selten antworten? Weil du einfach total unfreundlich bist und überhaupt keinen Sinn für Gastfreundschaft hast. Jetzt einigermaßen einen Eindruck vom Sounddesign gekriegt. Sehr Zelda-lastisch. Was sehr schön ist. In einem auch Nostalgie weckt. Ich glaube, ich soll Pate töten. Der ist ein Fan von Kraten. Nicht wirklich ein Fan von Pate. Ja, von Pate.